ein herzliches Grüß Gott aus dem oberösterreichischen Zentralraum. Ich präsentiere heute lustige Anekdoten aus dem Buch Sorry, wir haben die Landebahn verfehlt. In diesem Buch sind, wie bereits gesagt, sehr lustige Anekdoten aus dem Bereich der Luftfahrt. Die wurden da gesammelt, aber jetzt reden wir nicht mehr lange. Legen wir los. Auf einem Flug von Bremen nach Frankfurt rollte das Flugzeug beim Start die ersten 200 Meter in Schlangenlinien und stoppte. Dann bog es wieder auf den Rollweg und fuhr erneut zur Startposition. Durchsage des Piloten: Verehrte Fluggäste, mein Stuhl war nicht richtig fest und ist beim Beschleunigen nach hinten gerutscht. Ich habe den Stuhl nun richtig eingestellt und wir können starten. Auf einem Flug mit Air France von Paris nach Washington hat ein Steward die Sicherheitseinweisung pantomimisch vorgeführt. Um die Benutzung der Sauerstoffmasken zu erklären, ließ er sie andeutungsweise aus der Decke fallen, setzte sie sich auf den Kopf, schnitt eine Grimasse und wackelte mit dem Zeigefinger. So nicht. Dann hielt er die Maske an sein Ohr, tat, als ob er telefoniere und wackelte wieder mit dem Finger. Nein, so auch nicht. Dann setzte er die Sauerstoffmaske auf den Mund, hielt den Daumen hoch und grinste breit. Ja, so ist's richtig. Vor etwas mehr als 10 Jahren habe ich bei einem Flug der deutschen BA wirklich gute Ansagen gehört. Bei den Sicherheitshinweisen sagte die Stewardess, dass elektrische Geräte wie Waschmaschinen und Haartrockner ausgeschaltet werden und während des Fluges ausgeschaltet bleiben sollen. Es war das einzige Mal, dass ich bei der Sicherheitseinweisung richtig zugehört habe. Während eines Fluges von Bremen nach Girona in Spanien, wir befanden uns in Reiseflughöhe, das Wetter war ruhig und es gab keinerlei Anzeichen von Turbulenzen. Plötzlich leuchteten die Anschnallzeichen auf und es kam die Durchsage, dass wir uns anschnallen sollten und die Benutzung der Bordtoilette untersagt sei. Nachdem alle Passagiere auf ihren Plätzen waren, ging die Tür des Cockpits auf. Der Pilot kam heraus, unterhielt sich kurz mit den Stewardessen und ging zur Toilette. Kurz nachdem er fertig war, erloschen die Anschnallzeichen wieder. Die Turbulenzen, die es scheinbar nur im Cockpit gab, waren wohl nicht mehr erwähnenswert. Wir waren erleichtert und der Pilot anscheinend auch. Ich bin vor einem Jahr mit Delta Airlines nach Atlanta geflogen. Nach einer guten Stunde machte der Steward eine Durchsage, dass in Frankfurt vergessen wurde, Toilettenpapier oder auf gut österreichisch Klopapier aufzufüllen. Aus diesem Grunde solle man mit dem verbleibenden Papier sparsam umgehen oder eigene Taschentücher nutzen. Auf einem Flug mit der Airline Niki von Nürnberg nach Wien sprach der Kapitän in Reimen. Anstelle von Cabin Crew, prepare for takeoff, sagte er, Mädels, setzt euch hin, wir fliegen jetzt nach Wien. Bei einem Flug von Düsseldorf nach Monastir mit Tunis Air fielen kurz nach dem Start des neuen Airbus die Klimaanlage und das Licht aus. Die Maschine wackelte heftig und der Pilot vollführte ungewöhnliche Manöver. Plötzlich flog die Cockpit-Tür auf und eine Stewardess rannte nach hinten, während sie für alle sichtbar mit dem Daumen nach unten zeigte. Dann meldete sich der Pilot über die Lautsprecher in gebrochenem Deutsch. Dame und Herren, habe wir kleine technische Problem und werde in Düsseldorf Notlande. Nach dem Landeanflug ohne Touchdown startete der Pilot aber durch und sagte, habe wir kleine technische Problem behoben und werde in Monastir lande.
Was passiert war, weiß ich bis heute nicht. Es gab keine weiteren Durchsagen. Kurz nach dem Start unserer Air Berlin-Maschine von Sharm el-Sheikh nach Frankfurt kam über die Lautsprecheranlage die Frage, ob ein Arzt an Bord sei. Da hob weit über die Hälfte der Passagiere den Arm. Sie alle waren Mediziner auf dem Rückflug von einem Ärztekongress in Ägypten. Der erkrankten Passagierin ging es dank der Überversorgung gleich viel besser. Bei einem Flug von Erfurt nach Agadir versuchte die Crew der Royal Air Maroc Maschine die Ansagen auf Deutsch zu machen. Im Notfall werden sie von den kleinen Lampen zu den Notausgängen gefeuert. Vor vielen Jahren flog ich an einem Ostersonntag von München nach Hamburg. Der Kapitän hatte im Gegensatz zu den meisten seiner sonoren Kollegen eine Stimme wie Mickey Maus. Und mit dieser Stimme begrüßte er uns so: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf unserem Flug von Frankfurt nach München, München nach Frankfurt, ich meine Hamburg nach München, umgekehrt. Als die Passagiere schon alle lachten, fuhr der Pilot fort: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Und noch schöne Weihnachten, Ostern. Mein Sitznachbar meinte daraufhin, jetzt fehlt nur noch, dass der Kerl Prost sagt. Und jetzt schließe ich mit der Anekdote, die dem Buch den Namen gibt. Flug nach München mit einer amerikanischen Airline. Wir setzten im extrem dichten Nebel zur Landung an. Plötzlich startete die Maschine heulend wieder durch und schoss steil nach oben. Der Pilot erklärte ruhig: Sorry, we missed the runway. Also, wie der Buchtitel, sorry, wir haben die Landebahn verfehlt. Die Stewardess hat das allerdings so ins Deutsche übersetzt: Wir haben keine Landeerlaubnis erhalten. Also, das ist ziemlich lustig und nur empfehlenswert. Und tschüss.